Hi YouTube, mein Name ist Lukas, ich bin in der Gegend um Philadelphia herum. Ich bin hier als Investor, Landlord, also Vermieter unterwegs und ich will euch mal zeigen, wie hier in den USA investiert wird, was die Unterschiede sind, was vielleicht die Gemeinsamkeiten sind. Was das Ganze spannend macht, sind die Renditen in den USA, wie der Prozess funktioniert, ein Haus zu kaufen, wie man Häuser findet, wie man Deals findet. Ja, dann würde ich euch einfach mal mitnehmen. Wir sind hier aktuell gerade in einem meiner neuen Objekte. Das ist ein Einfamilienhaus. In den USA werden Häuser mit Bedrooms gezählt. In dem Fall ist es ein 3-Bedroom und ein Badhaus, 1000 Square Feet, 1000 und zerdrückt. Wir sind in der Gegend um Drexel Hill. Das ist ein Vorort von Philadelphia. Gemütliche Doppelhaushälften, Reihenhaussiedlung hier in einem ruhigen Schulbezirk von einem Privaten verkauft. Das heißt, in dem Fall haben wir gar keinen Makler dazwischen. Macht das Ganze finanziell attraktiver, wie das in den USA läuft mit Makler, ohne Makler, was es für Optionen gibt. Darauf gehe ich dann nochmal später ein in einem anderen Video. Das Haus hier ist soweit fertig, dass wir morgen ein Closing machen. Das heißt, ich bin zwar schon in dem Haus drin, ich habe den Zugangscode vom Eigentümer. Aber die Unterschrift und in Deutschland würde ich sagen, der Notartermin ist es morgen. Aber wir treffen uns bei dem Verkäufer und dann kommt die Title Company, also das sind die, die den Title des Hauses übertragen auf wer es gekauft hat und so weiter und so fort. Quasi das Grundbuch, das ist ein privates Grundbuch sozusagen, also sie übertragen es an den Staat und der Staat führt dann das Grundbuch, aber die Title Company kommt dazu. Ja, der Termin ist morgen, das nennt man Closing, das ist die Unterschrift und nach dieser Unterschrift, morgen früh um 10 Uhr, da hat das Haus einen neuen Eigentümer und dann können wir hier anfangen, die Renovierungen, die anstehen, die Änderungen, die gemacht werden müssen, das zeige ich euch später noch, diese Änderungen müssen wir dann machen und dann können wir das Ganze so schnell wie möglich auf den Markt werfen, wie das hier auf dem Markt funktioniert, wie wir hier Mieter finden, wie wir Mieter screenen, wie die Verträge aussehen, wie die Rendite aussieht, das werden wir in einem späteren Video genau anhand der Zahlen also mal angucken. Und wenn ihr Fragen habt, wie das Ganze läuft, wenn ihr noch irgendwas genauer wissen wollt, also wenn ihr wissen wollt, wie sind die Zahlen, wie hast du es gefunden, wie kann ich was recherchieren, schreibt mir das in die Kommentare rein. Ich bin da auf jede Anfrage gespannt und lasst uns einfach mal durch das Haus durchgehen und dann kriegt ihr so einen ersten Eindruck. Das Haus habe ich auch schon als 3D-Scan vorbereitet. Den Link dazu, den würde ich euch, unter das Video würde ich euch den Link für den 3D-Scan von dem Haus nochmal zeigen. Da kann man so einen Eindruck geben, wie so ein Haus ausschaut. Wie man 3D-Scans macht, könnt ihr mal auch nochmal in einem anderen Video anschauen, aber erstmal nicht zu viel. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal durch das Haus durch und ich zeige euch, was hier so los ist. Also. Klassische Eingangstür, da haben wir einen Code Key. Dann haben wir, so sieht die Porch vorne aus, den Vorgarten. Die Fenster sind alle irgendwie angelaufen, da haben wir schon eine Inspektion, was so bei der Inspektion rauskam, das will ich euch später nochmal erläutern. In der Inspektion haben wir gefunden, Heizung doof, Esse doof, also verschiedene Sachen. Vor jedem Hauskauf kann man eine Inspektion machen und das haben wir gemacht. Und dann schreibt man alle Items auf eine Liste, legt diese Liste dem Verkäufer vor und der Verkäufer kann sagen, bezahle ich dir oder mache ich nicht und dann treten wir vom Kauf zurück. So funktioniert es ja eigentlich. Das ist auch ganz spannend. Professionell angebracht, aber über Qualität oder über die unterschiedlichen Handwerkeleistung in Deutschland und USA, können wir auch nochmal in einem späteren Video reden. Das ist die Küche, wir haben einen Gasherd, eine Mikrowelle, das ist eigentlich alles relativ gut. Wir haben einen Geschirrspüler, die richtigen Outlets, GFCI, das ist der Blick hinten raus. Der Garten braucht ein bisschen Liebe. Garage ist auch dazu, also wie schon gesagt, 1044 Square Feet. Ja, ganz typisch, riesiger Kühlschrank, aber das ist jetzt hier nur Rental Grade. Oh, der ist schön kalt, den lasse ich auf, wir haben noch keine Klimaanlage hier drin. Rental Grade, also keine doppelten Flügeltüren oder ähnliches. Jo, hier sind wir im Keller. In der Inspektion haben wir herausgefunden,
Plumbing, also Abflussrohre und solche Sachen, müssen wir nochmal angucken lassen, beziehungsweise neu machen lassen. Diese hervorragende Waschmaschine funktioniert. Die haben wir auch mitgekauft. Alles mitgekauft. Der Trockner, den müssen wir wohl austauschen. Da gibt es, glaube ich, ganz wenig Diskussionen dazu. Electric 100 Amp Panel, das heißt, wir haben hier 100 Ampere anliegen und können auch nur so viele Geräte betreiben, dass das nicht bei uns überspringt. Ganz klassisch eine Gasheizung, fest eingebaut. Die Gasheizung, das ist nochmal ein separates Thema, die werden wir wohl austauschen. Die Gasheizung ist, weiß nicht, ob man das sehen kann, die Gasheizung ist von 1983. Also die muss weg. Dann klassisch der Wasserheizer hier. Hier haben wir das Installationsdatum drauf, aber das kann man auch an der Seriennummer sehen. Der ist von 2011, der muss weg, beziehungsweise der könnte uns auslaufen. Und bei so einem alten Water Heater, wenn der irgendwie ausläuft oder liegt, da zahlt auch keine Versicherung hier mehr, wenn er so alt ist. Plumbing ist interessant hier. Wir haben hier alte Cast Iron Rohre, wir haben Kupfer, das war Warmwasser, kalt. Das ist zu warm. Achso, dann haben wir hier Packs. Alles durcheinander. Aber egal. Was haben wir noch? Ah ja, wir haben hier oben noch ein altes Abflussrohr. Das ursprüngliche, das weiße PVC-Pipe, das ist die neue und das ist die alte Originale. Und die Originale hängt hier und endet hier. Das ist Qualitätsdenken, das bleibt einfach drin. Das werden wir wegräumen. So, was haben wir unten vor? Also, der Water Heater, der geht. Und der Gasheizer geht auch, weil 83, den müssen wir dann austauschen oder der kommt im nächsten, keine Ahnung wann. Genau, zu dem Thema, wir haben mehrere Optionen. Wir könnten jetzt den Gasheizer austauschen und den Wasserheizer und ein niegelnagelneues Kombigerät einbauen. Das ist hier recht unbekannt und die ganzen Handwerker und die ganzen Heating- und Plumbing-Guys, die kennen wirklich nur diese alte Technik. Das heißt, der Boiler, der das Wasser hier drin erhitzt und dann dieser, ich nenne es immer zwei Tauchsieder in einem Stahlfass, der Water Heater, mit der Technik wird hier gearbeitet. Hat den Vorteil für die Plumbing-Firma, wenn was kaputt geht, sind es zwei Devices. Das heißt, sie können zweimal für den Service kommen und sie können zweimal die Geräte austauschen. Und du brauchst auch keine Ausbildung, um irgendwas davon zu machen. Das heißt, das kann jeder, der ein bisschen Elektrik kann diese Wasserheizer anschließen. Beim Gas bin ich immer skeptisch, das mache ich nicht. Dann passe ich nichts an. Bei dem Wasserheizer, der hat seine Abgase, wie ihr hier sehen könnt, in dem Rohr. In einen Schornstein und dieser Schornstein ist faktisch von drinnen nicht isoliert in keiner Weise. Das heißt, alles was da an Gas reingeht, an Abgasen, landet in diesem Schornstein. In diesem Schornstein gibt es keinen, also hier nennt man das einen Liner. Da gibt es quasi so ein Metallrohr, was die Gase bis ganz nach oben durchleitet. Das hat er nicht. Das Metallrohr hört genau hinter dem Einstieg da hinten auf und alle Gase enden im Haus. Aktuell. Geht nicht, ist nicht Code, denn das Haus hier vermieten und haben die Renovierung zu machen. Ich bin nicht ganz sicher, hier sind überall Wasserflecken. Wir hatten jetzt gestern und heute in der ganzen Region um Philadelphia Tornados. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das Grundwasser ist, ob wir hier einen Leak haben. Ich habe nichts gesehen. Oder ob wir irgendwie anderes Wasserproblem haben. Das bin ich mir nicht so ganz. Das werden wir beobachten. Ach ja, und aus dem Grund läuft auch hier im Hintergrund die Humidifier Luftentfeuchter. Eines der alten Geräte. Das ist relativ schnell voll. Das muss man mit der Hand immer ausleeren. Jo. Die Fenster, das hatte ich ja schon kurz erwähnt. Die haben hier alle so ein angelaufen, Riss oder was auch immer, da ist die Isolierung der Fenster ist kaputt.
Eigentümer gesagt und das möchte er noch fixen lassen auf eigene Kosten, beziehungsweise hat die Firma schon bezahlt, die Beträge dazu haben wir schon und die Firma wird es dann, sobald die Fenster aufgrund von dem bösen Pandemiewort, sobald die Fenster bestellt und da sind, werden die das dann auch austauschen. Hier haben wir 1, 2 Badezimmer, 3 Schlafzimmer. Das ist ein Wandschrank. Das hier ist jetzt per Code-Definition nicht wirklich ein Schlafzimmer, weil in den USA ist ein Schlafzimmer definiert mit, man hat ein Fenster und man hat einen Kleiderschrank. Aber hier gibt es keinen Kleiderschrank, zumindest nicht im Zimmer. Aber das ist nicht so schlimm. Das kann man als Office verkaufen. Das ist ein vollwertiges Schlafzimmer, ein vollwertiger Bedroom. Auch hier sind die Fensterprobleme überall. Hier haben wir den Wandschrank, der exorbitant groß ist. Ja. 2 Ellenbogen, das soll es auch sein. Mehr kleine Putzzeile. Badezimmer, Wanne und Dusche. So, was man jetzt hier sieht, ist auch eine sehr günstige Variante, um so ein altes Bad wieder auf Hochglanz zu bringen. Das nennt man hier Glazen. Also, wenn man das hier so sieht, das Weiß ist ganz neu obendrauf. Das heißt, hier könnte es sogar sein, wenn die Fliesen original sind, dass das ganze Grün, Blau, Pink, was auch immer war, was halt so in den 60ern modern war. Das Haus ist von 1920, oder? Ah, das probieren wir nochmal nach. Und das sieht aber trotzdem gut aus. Das ist halt funktionell. Das Klo ist relativ neu. Delta, gut. Badewanne, die ist Cast Iron. Also das ist wirklich schwer wie Hölle. Ja, auch gut, die Tür geht schwer zu. Ich sehe auch jetzt mal rum. Hier oben hat der schlaue Handwerker, bestimmt ein ganz intelligenter Handyman, einfach mal alles übermalt. Wir haben so viel Farbe verwendet, dass du die Tür nur schwer schließen kannst. Aber es geht. Okay. Kleiderschrank, also draußen gemalt, drinnen nicht gemalt. Welcome to the US. Schlafzimmer, Master Bedroom. Master Bedroom, Telefon, Fernsehen, Radiators, Fensterprobleme. Okay, wird aber noch gefixt. Kleiderschrank und ein Kleiderschrank. Cool. Noch ein paar Aufnahmen von draußen, das ist das Haus. Kleine Reparaturen sind hier noch zu machen. Sonst eigentlich nicht viel. Oh, der Garten braucht ein bisschen Liebe. Sonst ist das, glaube ich, alles ziemlich in Ordnung. Oh ja, die Garage, die muss gemacht werden. Garagentour ist okay. Das muss auch nochmal gepowerwashed werden, aber das kann ich auch noch im separaten Video euch zeigen, wie das geht. Das werden wir auch noch waschen. Und dann glänzt das feine Plastik auch wieder. Das hier ist alles nur Plastik. Das ist aber ein easy fix. Okay. Ja. Dann, das ist diese Doppelhaushälfte, um die es geht. Dann habt den Eindruck, schreibt mir eure Kommentare unter das Video und dann freue ich mich auf die Diskussion mit euch.